1958 der Aufstieg in die Oberliga, die damals höchste Spielklasse. Zwei Vorlagen und ein Tor trägt Röhre Träger bei zum Sieg gegen Union Altona. Waren 8.000 oder 9.000 Zuschauer. Die haben natürlich Kopf gestanden, wie es zu Ende war. Ja, und anschließend sind wir dann erstmal hier rein, ein paar weggezwiebelt. Hier so. Träger, damals Zuschneider im Behälterbau, kommt regelmäßig von der Nachtschicht zum morgendlichen Sondertraining. Ein Profitum ist damals laut Vertragsspielerstatut verboten. Doch die Fußballer erhalten auch Geld vom Verein. 160 Grundgehalt pro Punkt, 50 und 10 Mark Aktivitätszulage pro Spiel. Also sind ungefähr auf 400 und was Herr Kötzchen gekommen war zu der Zeit D-Mark viel Geld.